Hallo ihr Lieben, heute widmen wir uns dem Thema Umbau auf Federgabel. Der EWA 6000 wird von KSA vermutlich aus Kostengründen, wie bereits sein Vorgänger, der ESA 500 1919, mit einer starren vorderen Gabel ausgeliefert. Durch den Einbau einer gefederten Gabel erhöht ihr nicht nur den Fahrkomfort, sondern das auch ohnehin schon gute Fahrverhalten kann nochmals verbessert werden. Die Umbaukosten hierfür belaufen sich je nach Ausstattung eures Werkzeugkoffers auf plus minus 60 Euro. Aber Achtung, durch den Umbau riskiert ihr auf jeden Fall eure ABE und die Straßenzulassung. Bei der Federgabel handelt es sich eigentlich um eine Federgabel für den Xiaomi 365. Diese kann identisch für den ESA 500 verbaut werden, bei unserem EWA 6000 sind allerdings ein paar Modifikationen von Not. Die Gabel unseres EWA 6000 unterscheidet sich leicht zur Gabel des Xiaomi 365. Die Gabel des Xiaomi 365 ist etwa 1,5 bis 2 cm länger. Um diese für unseren EWA 6000 anzupassen, müssen wir diese mit einer Metallsäge etwa 1,5 cm kürzen. Dies gelingt ganz einfach zu Hause, wir haben uns hierfür einfach eine 5 Euro Metallsäge von Amazon besorgt. Messt das Ganze zuvor aus, 1,5 cm sind vollkommen ausreichend, 2,5 cm sind zu viel. Nehmt daher einen Meter zur Hand und markiert das Ganze mit einem Filzstift. Wichtig ist, dass das Ganze gerade abgeschnitten wird. Zur Demontage des Reifens. Die eigentlichen Radschrauben verstecken sich hier hinter einer Abdeckung. Diese müsst ihr leicht heraushebeln. Seid hier vorsichtig, um euch nicht zu verletzen oder die Plastikhalterung abzubrechen, denn das Ganze ist sehr dünn und filigran. Nun entfernt ihr alle Schrauben und entfernt rechts und links die Plastikabdeckung. Jetzt könnt ihr die eigentliche Radschraube sehen. Hierbei handelt es sich um eine 19er Schraube. Mit einem Maulschlüssel könnt ihr diese leicht entfernen und das Rad entnehmen. Achtet beim Entnehmen des Reifens darauf, dass ihr das Kabel nicht beschädigt. Die Gabel ist mit 4 Schrauben befestigt. Zum Entfernen der Gabel löst ihr zunächst die beiden seitlichen Imbusschrauben, anschließend die vordere Imbusschraube. Ist dies getan, entfernt ihr die mittlere Imbusschraube. Jetzt könnt ihr die Gabel einfach und leicht nach unten entnehmen. Passt hier auf, die Gabel fällt nach Lösen der mittleren Schraube einfach nach unten heraus. Nun könnt ihr die von uns zuvor modifizierte Gabel einbauen. Dies geschieht in entgegengesetzter Reihenfolge zum Ausbau. Achtet beim Zusammenaufbau unbedingt darauf, zuerst den silbernen Distanzring und anschließend das schwarze Distanzstück einzusetzen. Am besten seid ihr hier mit zwei Personen. Einer hält die untere Gabel fest, der andere setzt den Klappmechanismus auf.
Beim Einbau der oberen Schraube, diese hält die ganze Gabel fest im Gelenk, habe ich zusätzlich Schraubensicherung hochfest verwendet. Da es sich hier um ein tragendes Teil handelt, gibt mir das Ganze noch ein bisschen Sicherheit. Nun geht es ans Festziehen der Schrauben. Bei diesem Schritt müsst ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass die Gabel gerade verbaut ist. Im späteren Schritt wird das Fixieren oder Drehen der Gabel nicht mehr möglich sein. Seid ihr euch sicher, dass die Gabel gerade ist, könnt ihr alle Schrauben andrehen. Nun zur Montage des Schutzbleches. Diese ist eigentlich selbsterklärend. Ihr haltet das Schutzblech fest, fixiert die beiliegende Mutter und zieht die Imbusschraube an. Zum Einbau des Vorderreifens. Dieser erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Achtet hier unbedingt, das Ganze in richtiger Reihenfolge wieder zusammenzubauen. Ihr legt zuerst die große silberne Mutter ein, anschließend den Gabelholm und jetzt erst die große 19er Mutter. Die Mutter dreht ihr rechts wie links mit der Hand an, anschließend mit dem 19er Schlüssel. Anschließend fixiert ihr noch das Motorkabel an der dafür vorgesehenen Halterung rechts an der neuen Gabel. Jetzt seht ihr noch die Plastikabdeckung der alten Gabel. Diese habe ich einfach mit der Metallsäge rausgeschnitten. Mit einem kleinen Schlitz lässt sich das Kabel und die Halterung selbst voneinander trennen. Beim Einlegen des Kabels achtet unbedingt daran, dass dieses nicht geknickt wird. Was fehlt, ist die Fixierung der Gabel gegen seitliches Verdrehen durch die vordere Schraube. Dieser Schritt darf auf keinen Fall umgangen werden. Mit dieser Schraube wird verhindert, dass sich die Gabel während der Fahrt seitlich drehen kann oder bewegen kann. Hierzu richtet ihr die Gabel genau geradeaus und bohrt mit einem 3,5 mm Metallbohrer und dem Akkuschrauber ein Loch. Ist das Loch gebohrt, sorgt dafür, dass sich keine Bohrrückstände durch Späne oder Staub etc. in eurer Gabel oder um eure Gabel rum befinden. Saugt das Bohrloch hierzu am besten mit einem Staubsauger aus. Jetzt geht es zum Schneiden des Gewindes. Mit einem M4 Gewindeschneidereingang konnte ich mit Hilfe des Akkuschraubers in das zuvor gebohrte Loch sauber ein Gewinde schneiden. Zum Schluss müsst ihr nur noch die M4 Schraube der Originalgabel in das von euch gebohrte Gewinde reindrehen. Achtet hier wieder auf Sauberkeit. Ich habe wieder und wieder den Staubsauger angeworfen und auch die letzten Bohrspäne aus dem Loch entfernt. Vielen Dank fürs Schauen unseres Videos. Alle Links zum Video findet ihr in der Textbeschreibung. Schaut doch einfach mal auf unserer Internetseite oder in unserer Telegram-Gruppe vorbei.